Euphorieallergie, schwache Nerven, Schnappatmung bei Krimis, dann doch vielleicht alles, außer Basketball mit Phoenix Haken. Herzlich willkommen zu Feuervogel TV mit einem weiteren unglaublichen Spiel. Zu Gast ist der Meister aus Bamberg. Der rettet sich in letzter Sekunde noch in die Overtime und liegt mit 5 zurück, bis Phoenix zum Fastbreak ansetzt. Mark Doris auf Devin White, der schickt Larry Gordon in die Luft. 104-97. Adam, hättest du selber damit gerechnet, dass so ein Coup wie bei dem Ulm-Spiel nochmal möglich ist? Wie ist das möglich? Ja, wie ist das? Keine Ahnung. No. Wir haben heute Abend sehr gut gespielt. Wir haben für 45 Minuten mit unserem Tempo gespielt und das ist sehr wichtig. Also, du denkst oft, wow, mehr Stimmung geht nicht, besser geht's nicht und dann wird da noch so einer draufgesetzt. Tja, da ist am Mischeland immer Luft nach oben. Das wissen jetzt auch die Brose Baskets. Angefangen hatte alles wie immer. Das Team wird lautstark begrüßt. Alle sind heiß, wissen aber natürlich auch, eigentlich sind wir die glasklaren Außenseiter. Schließlich geht's gegen Bamberg, die Double-Sammler, die auch international gut unterwegs sind. Aber Phoenix kommt besser ins Spiel, führt mit 8-2, auch dank feiner Dunking-Einlagen von Dino Gregory. Es entwickelt sich ein Spiel auf Augenhöhe. Bei Bamberg ist vor allem Gavel ganz stark, macht insgesamt 28 Punkte und holt 10 Rebounds. Es bleibt erstmal knapp. Devin White trifft, der wiedergenesene Bernd Kuhl setzt Mark Doris ein. So kann es weitergehen. War nicht sehr kompakt in Phasen, wo wir das machen mussten und Phoenix war sehr clever. Sie haben diese Momente genutzt und auch verdient gewonnen aus meiner Sicht. Anerkennung von Bambergs Coach Chris Fleming nach dem Spiel und das nimmt Fahrt auf. Die Atmosphäre wird hitziger, die Schiedsrichter bekommen zu tun. Es wird ein großer Kampf. Auf dem Feld, auf den Rängen, an der Außenlinie. Phoenix kann weiter mehr als mithalten, spielt intensiv und trifft von außen, wie beispielsweise Abe Ludwig. Catch, like right there.
Bamberg hat ja nicht gerade schlecht gespielt, kann man nicht sagen, ne? Nee, gar nicht. Also ist es wieder so, dass ich sagen kann, wir haben eine gute Verteidigung gespielt, obwohl wir wieder fast 100 Punkte bekommen haben. Aber wir haben es geändert und ich habe es jetzt letzte Woche auch selber miterlebt im Training. Es sieht ganz anders aus, wie wir verteidigen. Wir helfen uns mehr und ich glaube, das tut uns gut. Und für die nächsten Spiele, die auch nicht gerade einfach werden, war das ein richtiger Schritt heute. Da warten durchaus noch ein paar Hochkaräter in den nächsten Wochen und die dürfen sich auf was gefasst machen. Einfach mal bei Ulm oder auch den Bambergern nachfragen. Mark Doris hängt sich ordentlich rein in der Defense und als Topscorer mit 25 Punkten. Mr. Fantastic dreht immer mehr auf, aber auch seine Kollegen White und Bell. Bei Bamberg hat Gavel etwas gegen eine Vorentscheidung pro Hagen. Und diese Vorentscheidung ist auch ganz kurz vor Schluss noch nicht gefallen. Phoenix führt, hat Ballbesitz, schafft es aber nicht, den Sack zuzumachen. David Bells Wurf bleibt hängen, Bamberg gleicht aus. Der letzte Angriff von Phoenix, wieder der Ring, Overtime. Bamberg startet besser in die Verlängerung, aber dann Mark Doris für 3. Alley-oop, Dino Gregory. Devin White. Unglaublich, was hier passiert. Fastbreak, Devin auf Larry, bam, das ist es. Phoenixhagen schlägt den Vizemeister, Phoenixhagen schlägt auch den Meister. 104-97. Partystimmung am Ischeland. Die NRW Arena ist außer Rand und Band. Da vertut sich sogar der Zeremonienmeister. Diese Woche sehr, sehr hart trainiert und es war gut für uns. Und wir haben heute in unsere Mannschaft geglaubt und ich bin sehr stolz auf unsere Mannschaft. Das war großartig. Ich habe ja schon vor einer Weile gesagt, wenn wir vorne treffen und vernünftig miteinander spielen, dann gewinnen wir oder halten viele Spiele knapp und gewinnen auch viele Spiele. Das ist heute wieder eingetreten und ja, Hammer, unbeschreiblich. Also hat man ja gesehen. Ich glaube, wer heute, hätten wir am Samstag gespielt, dann wären die noch mehr ausgerastet, weil sie natürlich dann nochmal vor die Tür gehen können, die Leute. Aber das war eine super Unterstützung und ich hatte leichte Kopfschmerzen, aber nicht wegen meiner Erkältung, sondern eher von der Lautstärke in der Halle. Wow, mehr Stimmung geht nicht, besser geht's nicht und
dann wird da noch so einer draufgesetzt. Wir haben da natürlich großen Anteil dran als Mannschaft, aber auch das ganze Umfeld und die Fans machen das ja erst zu so einem Spektakel. Und ist immer wieder schön, dass man in Hagen sowas bekommt und dann macht es natürlich auch ganz besonders Spaß. Nee, Felix, kein Traum. Es stimmt. Phoenix Hagen schlägt Bamberg 104-97 nach Verlängerung.